So, da sind wir wieder. Und jetzt gehen wir noch mal hier runter, weil ich habe das Gefühl, da unten gibt es auch noch einen Weg. Ja, hier ist einfach nur ein Hebel. So, große Erfahrungsfiole. Und den Hebel mit E festhalten und mit A umlegen. Ja, und da kommt da der Aufzug. So. Da werden wir hier fast vor diesem Platz erschossen. Ist hier die Plattform runtergegangen oder kommen wir hier weiter? Die Kiste kam aus dem Weg. Ah, das war knapp. So, hier über den Felsen rüber und runterrutschen. Okay, erstmal hier ist ein Bogenschützen-Goblin, den ich übersehen habe. So, da war wieder was Hübsches versteckt. Da oben sind noch Erfahrungsdinger, aber die kommen wir so leider nicht dran. Da müssen wir erst etwas tricksen, und zwar brauchen wir hier wieder eine Kiste, die wir hier aufspießen. Das sollte dann die Blase vor dem Platzen schützen. So, genau. So kommen wir auch an die beiden Erfahrungsfiolen hier. So. Kiste öffnen. Das ist ein Kinderreim. Wir haben ein Kinderreim gefunden. Meine Schwester gefunden. Ist hübsch, hat bezauberndes Haar. Ich lieb sie ganz doll, auch noch im 8. Jahr. Okay, wir haben ein Kinderreim gefunden. Hier will ich rein, bitte. Das kann ich aufschlagen. Ah ja, jetzt geht auch das auf. Was für ein lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Ja. Und jetzt merken wir das erste Mal, dass wir ein Knirps sind. Weil das hier ist kein Stein, das ist eine riesige Schnecke. Was mich wieder an mein Grimlock-Let's Play erinnert. So, ich will hier hoch, bitte. Dankeschön. Die Erfahrungsdinger einsammeln. So, und jetzt heißt es, um die Schnecke wegzukriegen. Müssen wir einfach das hier bewässern. Da wächst ein riesiger Salat. Na, geht sie. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Und fängt an, da rumzunagen. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Und ja, man merkt wirklich, dass die Levels in diesem Spiel länger sind als im ersten. Ich überlege, wie lange wir hier schon unterwegs sind wieder. Okay, nicht so gut, Goblin, aber... Du hältst wirklich nicht viel aus als Fernkämpfer. Okay, das hier ist wieder eins dieser tollen Rätsel. So.
So, aber vorher wollte ich an die Fiole ran. An die man gerade so rankommt. Zum Glück ist dieses Wasser jetzt nicht giftig. So. Das war zu früh gesprungen. Der Hebel macht hier eigentlich die Brücke hoch. Blasen können wir zerschießen übrigens, aber die Brücke geht sofort wieder runter, deswegen müssen wir uns hier einen Trick einfallen lassen. So. Die Kiste kann da mal weg, da stürzt sie nämlich nur. Und jetzt noch die Erfahrung holen. Und hier das Ding kaputt hauen. So. Brücke hochziehen. Und es müsste sich normalerweise das Holz da einkeilen. Genau. Und über das eingekeilte Holz kommen wir jetzt hier hoch. Können uns die Erfahrungsfiole holen. Und hier weiter durch. Der da steht drumrum. Beziehungsweise die beiden. Aua. Haben sie sich jetzt gerade gegenseitig getötet? So. Andere Richtung gucken. Und den eingeeisten schlagen, bitte. So, danke. Pantheos ist wieder fast tot. Ja, das Kämpfen hier in dem Teil ist wirklich definitiv schwieriger geworden als im ersten. Wieder ein Level up. Ich würde so ja gerne Feuerpfeile geben. Was ist die Bewegungsunsichtbarkeit? Nein, das will ich nicht unbedingt. Planke bräuchten wir auch. Sturmhammer werfen nicht unbedingt. Anstürmen ist vielleicht später wichtig. Jetzt aber erst einmal Eispfeile. Und da können wir die... Nee, da geben wir ihr zuerst die Eispfeile oder den Frostpfeil. Dann kann sie nämlich jetzt so hier mal umschalten. Frostpfeile verschießen. So, genau. Und nachher können wir dann... Sofern wir nicht alle Gegner vorher pulverisieren. So, das Ding kann sich mal etwas in Bewegung setzen. Da unten ist nämlich die Todesfalle. So, jetzt können wir das Ding wieder hier hoch bewegen. Und es gerade dafür verwenden, hier unten an die Fiole zu kommen. So, da oben will ich auch noch mal hin.
So, Eispfeile sind natürlich sehr nützlich. So. Langsam habe ich wieder raus, wie das hier geht. Und ich sollte vielleicht die Musik bis zum nächsten Mal leiser drehen. Da will ich nicht unbedingt runter. Ich sagte, da will ich nicht unbedingt runter. Ich bin hier hoch. Dankeschön. So. Dass hier alles einstürzen muss. So, die Kiste zusammenschlagen. Ist das der Wind? Nein, das ist die Luft aus diesen Rohren. So, und das hier ist auch ein neues Rätsel. Und zwar ein Windrätsel. Ja, sowas gibt es auch in dem Spiel. Nach Wasserrätsel haben wir jetzt auch Windrätsel. Kriegen wir alles schon in der ersten Aufgabe gezeigt. Im ersten Level. Und normalerweise, wenn wir hier die Luftströmung abbrechen lassen, was wir nicht können, Mist. Wir müssen also hier das reintun. Dann lassen wir halt hier die Kiste fliegen. Wir müssten eigentlich da oben hinkommen, wollte ich sagen. Aber da kommen wir wohl eher von hier aus hin. Ja, genau. Die große Erfahrungsfiole einsammeln. Und dann können wir hier wieder hochspringen und kommen hier weiter. Sehr gut. Und das müsste sogar schon das Ende des ersten Levels sein, ja. Was für ein lustig anmutender Ort. Das war sicher sarkastisch gemeint, mit den ganzen Schlangenköpfen und allem. Ja, begeben wir uns. Das geht doch noch weiter. Oh, da ist eine Bosch. Das Ding, das ist monströs. Also Gift spucken kann ich schon mal. Ja, genau. Jetzt müssen wir es dazu bringen, dass es hier diese Dinger wegreißt. Du kannst mich in Ruhe lassen. Ja, genau, spuck in die Kiste. Und jetzt beißt noch das Ding. Boah. Das war nicht schnell genug geschalten. Genau. Jetzt müsste über der Schlange alles einkrachen. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt an? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Und eine Unbekannte. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ja, und wir sehen schon an dem Bild hier Riesenkröte. Okay, jetzt sind wir im Tal der Sümpfe und ab hier wird's blind. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Leute. Wie dich. Ach du meine Güte. Ja, geht schon mal lustig los. Aber ich würde sagen, für den Anfang reicht es erst einmal.
mit Mission 2 machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann, Leute.